Hier im Yoyogi Park mitten in Tokio, da ist offensichtlich Badezeit, zumindest hier mal bei den Raben. Allerdings, ob wir auch mit unseren Positionen baden gehen aktuell, wenn man auf der Longseite zumindest mal angesiedelt ist, das ist tatsächlich aktuell die Frage. Tatsächlich muss man sagen, der Markt war ja sehr schön gelaufen und es hatte sogar was Fünfwelliges, Anmutendes, was wir da im Markt gesehen haben. Die Bewegung, die wir zum Schluss gesehen haben, war jetzt nicht mehr ganz so steil, aber Dow Jones beispielsweise. Und deshalb sollte uns das gar nicht so sehr wundern, wenn der Markt auch mal wieder ein klein bisschen nach unten kommt. Und das zeigt er offensichtlich. Das kann beim Dow Jones locker noch mal bis ungefähr in den Bereich 29.200, beim S&P 500 ungefähr 3.330 sein. Das sind jetzt so ganz grobe Zahlen. Das wären jetzt nicht irgendwie außergewöhnliche Zahlen, sondern würde eigentlich nur ein ganz typisches, normales Rücksetzerniveau auf das letzte Zwischentief hier noch mal bedeuten. Es darf auch noch gerne ein bisschen mehr werden, aber das wären so ungefähr diese Zielmarken, die ich eigentlich erwarten würde für den Markt, wo ich sagen würde, hey, das passt doch. Dass das Ganze jetzt sogar ein bisschen steiler aussieht, wer jetzt auf dem Intraday-Chart mal guckt, das ist ebenfalls nicht ganz so außergewöhnlich, denn wir dürfen nicht vergessen, eine erste Bewegung, die ist auch innerhalb einer Korrektur erstmal impulsiv, immer sehr, sehr scharf. Dann gibt es eine wackelige Gegenbewegung. Vielleicht ist es das, was wir aktuell so an den Märkten sehen. Und später setzt sich das mit einer höheren Geschwindigkeit gegebenenfalls nochmal fort. Das wäre zumindest eigentlich die Erwartungshaltung. Das heißt, für heute gehe ich eher davon aus, vielleicht auch noch bis morgen, vielleicht auch noch Anfang nächster Woche, dass wir eher etwas schwächer auf dem Weg sind. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, wenn wir Nachrichten bekommen. Und da ist heute zum Beispiel der Verbraucherpreisindex auf dem Plan. Insbesondere der amerikanische scheint da wichtig zu sein. Den haben wir ja gerne aber auf dem Plan. Der wird, jetzt muss ich genau überlegen, in der Kernrate steigend erwartet auf Monatsbasis. Kernrate ist ohne Lebensmittel und ohne Energie. Steigend auf Monatsbasis erwartet, leicht rückgängig auf Jahresbasis, allerdings insgesamt inklusive aller Kosten leicht steigend eben auch. Also insofern eine kleine Veränderung, lassen wir es mal dabei beruhen, im Zweifelsfall selber nochmal drauf gucken. Sollte es aber wieder erwarten, eine große Veränderung geben, dann ist natürlich auch mit einer beschleunigten Bewegung zu rechnen. Kann das passieren? Ja, aktuell wissen wir alle nicht richtig, was passiert, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch durch den Coronavirus, ob wir es noch hören können oder nicht, die Chance, die Gefahr, dass es in einigen Bereichen, in einigen Sparten Knappheiten gibt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Preise. Jetzt dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass diese Preise, die wir jetzt aktuell sehen, natürlich ein bisschen in der Vergangenheit liegen, während die Knappheit möglicherweise in den kommenden Monaten erst nochmal auf uns zukommt. Das heißt, bei einigen Chip-Technologien, wir haben schon gehört, einige Autobauer müssen warten, kann es also sein, dass es dann eben Verzögerungen gibt und die wirken sich mitunter eben auch auf die Preise entsprechend aus. Also, wir haben eine Chance, dass sich heute was tut. Heute Nachmittag insbesondere zur Datenverkündigung. Ansonsten der Dow Jones eher auf der fallenden Seite. Wir haben es gesehen, der Euro gegen US-Dollar nicht so toll, wie wir uns das vermutet haben. Er ist doch nochmal nach unten weggegangen. Naja gut, so what? Je nachdem, welchen Trigger man verwendet hatte, konnte man vielleicht noch Glück haben. Im Zweifelsfall hat man da halt einen Negativ-Trade am Bein. Aber das gehört einfach mit dazu. Die nächste Bewegung gibt vielleicht wieder den nächsten Schub in die richtige Richtung. In diesem Sinne wünsche ich jetzt für heute erstmal alles Gute, sage ganz herzliche Grüße und schwenke nochmal einmal hier über den Park, der ein bisschen winterlich noch anmutet, allerdings bei ungefähr, naja, fast 20 Grad, inzwischen jetzt nicht mehr, aber es ist schon ganz schön warm geworden. In diesem Sinne, alles Gute und liebe Grüße.